Jo. Erstmal Fernsehen gucken hier nach der wilden Nacht. Ich guck mit, Schatz. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um ihren Leben schwer zu machen. Und morgen wird es den ganzen Tag regnen. Wir haben zwei Regentage hintereinander. Das ist natürlich entspannt. Das ist praktisch. Also wir können jetzt. Ey, aber wir haben Krähe! Verdammte Mistkrähe. Kann irgendjemand von uns schon Dingens bauen? Wart ihr schon in der Mine oder so? Nee, da die Mine ist noch nicht offen. Du kannst dir noch schon deine Angel holen. Das genau, geht. Gehen wir zum Strand. Und eigentlich ist dann heute ein Angeltag. Nee, Angel brauchen wir auch Glück für. Ja, doch bei Regen hat man mehr wahrscheinlich, also besser Ergebnis. Ja, aber ich weiß nicht, dass man bei Regen andere Sachen fängt. Ich hab da früher ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Also ich würde sagen, heute ist ein Angel- und Aufräumtag. Ob ich Glück hatte oder nicht, meine ich. Ich weiß schon. Ja, aber ich habe auch noch nie drauf geachtet, aber ich glaube, es macht durchaus Sinn, drauf zu achten. Und ich bin dafür, dass wir Bäume nur fällen, wenn sie wirklich ausgewachsen sind. Ja, macht Sinn. Alles klar, Chef. Chefin, so viel Zeit muss sein. Alles klar, Chef. In. Nein, man sagt keine schlechte spezifischen Sachen mehr, hast du das nicht gelernt? Wann denn das bitte? Also zumindest wurde mir immer gesagt, dass man geschlechtsspezifische Sachen nicht mehr, heutzutage nicht mehr sagt. Es regt sich doch alle Welt darüber auf, dass man das sagen muss. Nee, man wählt heutzutage tatsächlich Arbeitstitel oder Stellentitel, die geschlechterunspezifisch sind. Ja, aber Chef ist ja männlich. Ja, aber deswegen sagen viele ja auch normalerweise Head. Das ist jetzt eine Head-Stelle und keine Teamleiterstelle mehr. Ach so, weil das englische Wort kein der und die hat oder was? Ich habe einen Hering, genau. 20 cm, yes. Weil was da Männlein und Weiblein gleich sind. Ach so. Und dann kann halt niemand sagen, dass du quasi voreingenommen bist beim Verteilen der Stelle zum Beispiel, weil die Stelle quasi männlich ist. Oder irgend so ein Quatsch. Ich glaube, ja, so wird einfach Advanced als Operator ausgeschrieben und da wird nie extra dazu geschrieben, ob M oder W. Dann musst du aber auch dann sagen. Ja, eben, weil es beides sein darf oder sein sollen, können muss. Dann sagst du ab jetzt weder ja, Chef und noch ja, Chefin, sondern ja, Head. Was ja, mega komm. Blöd klingt, aber. Head of Operation. Wir müssen da mal ein Brainstorming machen. Ich habe keine Energie mehr, ich gehe jetzt schlafen. 10.20 Uhr. Ich bin ein guter Schnitt. Ja, erst wild die Nacht durchmachen in meinem Bett und dann 10.20 Uhr wieder sich hinlegen. Tja, wenn du mich halt die ganze Nacht nicht schlafen lässt. Du hast den Fisch mitgebracht. Weil ich genau weiß, dass du auf sowas stehst. Wenn es nach Fisch riecht, ja. Jeder rückt mal vor und zurück. Das ist was ganz Natürliches, Lumi, da musst du dir keine Gedanken drüber machen. Aber du sitzt auf einem Stuhl und ruckst vor und zurück. Ich liege auf einem Sofa und ich habe nur mach den Futon mal höher. An. Ich habe einen Top und ein Höschen an. Wenn ich mich jetzt hier hochrücke, dann sieht man eventuell meine Unterwäsche. Das ist natürlich gegen Twitch Terms of Service, da muss man natürlich was dagegen tun. Dann hast du mit einmal richtig viel Follower, wie bei Chatterbait. Oder wenn du halt die Sachen online lässt, ne, gehst du dann zwei Tage offline und dann hast du 300 Follower mehr, wenn du wiederkommst. Dann hast du einen eigenen Kanal bei Pornhub. So einfach ist das als Frau auch nicht. Also der Ben unterstellt mir das ja schon seit wir uns kennen, dass es für mich einfacher ist als Frau, aber ich habe fucking 250 Abonnenten, ja. Weil du es so unregelmäßig machst. Würdest du es regelmäßig machen, wäre das was anderes. Ich habe eine Zeit lang, da kannten wir uns noch nicht, habe ich jede Woche 14 Folgen hochgeladen. Von bestimmt okay, das ist, vier oder fünf verschiedenen Spielen. Das ist Übertreibung. Übertrieben. Und dann habe ich Vitamin B, ich wurde auf der GameStar verlinkt, ja. Also ich bin einfach extrem scheiße oder du hast als Frau einfach nicht genauso miese Karten also, wie als Mann. Ich mache mir da ja auch keine Illusionen, aber ich möchte mir das verbitten, dass ich da als Frau bessere Chancen hätte. Wenn du uninteressanten Content bietest, ist es vollkommen egal, ob du eine Frau bist oder ein Kerl. Ja, hast immer noch den Bonus, dass du eine Frau bist. Bin ich der Meinung. Verstehe einer mal jemand die Massen. Also. Es geht nur in Maßen. Ha. Hau mal ein paar Bäume um. Wir spielen dieses Spiel nicht zum Spaß. Ach nein? Also wir nein. Schon, du vielleicht nicht. Ich nicht, deswegen wird bei mir geackert. So. Aber ich habe die Schnauze voll vom Fischen, ich komme jetzt zurück. Nein, nicht ins Bett gehen. Ah, okay. Bin nein, ich bin schon lange weg. Was trinkst denn du? Bier? Schöfferhofer Grapefruit. Das ist nicht vegetarisch, deswegen trinke ich es nicht. Was, nicht vegetarisch? Das ist aus Hefe, Weizen und Grapefruit. Ja, aber da können Sachen drin sein.
E120, ist das noch drin? Warte. Ich hab schon lange nicht mehr geguckt. Nee, ist nicht drin. Also Weizenbier. Drin. Oder Weizen? Echtes Kamin? Was, echtes Kamin? Ich weiß nicht, ob echt dahinter steht. Wenn Kamin dabei steht und dann auch echtes, dann ist es meistens echtes. Also hier, ich hab, warte, Weizenbier, Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfenextrakt, Hefe, Grapefruit, Apfelschimmelsgetränk, Wasser, Grapefruitsaft, Zucker, Zitronensaft, Orangensaft, Kohlensäure, Zitronen, Orangenextrakt, Säurungsmittel, Zitronensäure, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, natürliches Grapefruit-Aroma, Stabilisator, Johannesbrotkernmehl, Farbstoff, Beta-Carotin aus Fruchtsaftkonzentraten. Ja, nice, dann haben die das geändert, wie cool. Ja, na, dann kannst du jetzt erstmal die Birne zulöten. Also wenn du mit dem Ding die Birne zulötest, dann gehst du aber vorher pinkeln, glaube ich. Kann man eine Narzisse essen? Mann. Kann man eine Narzisse essen? Wir haben noch mal darüber diskutiert, ob hinter der Brücke eine Person ist oder nicht. Ja. Wenn du dich erinnerst. Wo ich gemeint habe, ich erinnere mich an irgendwas und du meinst nein. Und dann habe ich kurz davor gesagt, eigentlich hast du recht, ich glaube, da war gar nichts. Aber da ist was. Ja, aber da war doch letztes Mal nichts. Nee, der kommt wahrscheinlich nicht immer. Und der nur wenn es regnet vielleicht. Hier ist ein alter Seemann, der sagt, ich habe dieses alte Amulett zu verkaufen, aber irgendwas sagt mir, dass du nicht dafür bereit bist, Mädel. Kommt ach, wahrscheinlich stimmt, nur, wenn es regnet, der Typ. Mann. Ja, keine Ahnung. Nee, also, kenne ich nicht. Oder nur mittwochs. Oder nur am 3. des Monats. Von Frühling. Also der Jahreszeit. Von Frühling. Merken wir uns mal, wann der da war. Vielleicht nur mittwochs, dem 3., wenn es regnet. Ganz bestimmt, genau so wird es sein. Lass uns den mal merken, jedenfalls. Dass wir hier noch so ein Amulett kriegen. Den mal angucken. Mal. Vor allem musst du das irgendwie bezahlen. Jedenfalls bin ich nicht bereit dafür. Keine Ahnung. Wo steht der denn? Der ist, der ist oben. Oh. Hallo. Oh, 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 oh. Ich bin beschäftigt. Dich angebumst. Nein, jetzt habe ich den Fisch verloren, wegen dir. Kannst du mich nicht dann anbumsen, wenn ich auch angebumst hier werden hier ist niemand will? Bei mir. Wenn ich auch gebumst werden will. Hier ist bei mir niemand. Ich komm mal zu dir. Bin hier rumgelaufen, mit. Hier ist keiner. Da oben. Was für Geister siehst du? Da ist keiner bei mir, der ist bei mir nicht da. Wie? Hier? Der ist bei mir nicht da. Hä? Ich kann hier durchlaufen, hier ist niemand, nirgendwo. Tatsächlich, du läufst durch ihn durch. Ich komme hier nicht weiter, guck mal. Ja, siehst du, bei laufen? Mir ist hier niemand. Das ist ja weird. Vielleicht kommt er bei dir an einem anderen Tag. Mit Sternen. Wir haben, glaube ich, noch keine getrennten Truhen. Wir haben noch kein System eingeführt. Oder besser, Lumi hat noch kein System eingeführt. Die Lumi sagt dazu jetzt nichts. Nein, wir haben keine getrennten Truhen. Wir haben nur die eine. Oh, steht in deinem Haus drin, oder was jetzt? Das ist ja nein. Kacke. Wenn Schweinerei! Das ist ein Koop-Spiel! Ich hab gar keine anderen Truhen, ich hab nur die gemeinschaftliche, die bei ja, uns ja. Ich glaube, ich muss ja mal ein bisschen was ausräumen. Nur die gemeinschaftliche, trust me. Ja, Koralle, Sardelle, Herzmuschel, Gotteslachs, ja, ja. Nur die Gemeinschaftstruhe. Ich hab 3 Korallen und ich habe extra 3, falls einer von euch eine braucht, hätte ich euch eine abgegeben. Ja, ja, natürlich. Geh mal schlafen. Dann ist es egal. Du kannst einfach ins Haus gehen, dann ist es vorbei. Fischelstufe 1. Guck, und ich habe auch schon was abgegeben. Ja, ja. Du hast nur die Gemeinschaftstruhe. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum letztes Mal alles draußen gebaut hast und diesmal drin warst. Du hättest ja auch in einem kleinen Haus drin bauen können. Leben vom Land. Eine Meldung an alle Leute im Sternentautal. Schaut euch südwestlich der Stadt nach Frühlingszwiebeln um, wo der Fluss ins Meer mündet. Tja, da bist du schon weiter als das Ding. Ja, Wahrsager sind heute höchst unzufrieden. Wir werden uns das Leben schwer machen. Morgen wird es den ganzen Tag klar sein. Haben jetzt schon die 2 nassen Tage schon durch? Soll es nicht 2 Tage regnen? Oder der Tag war halt, ne? Ich dachte, es sollte 2 Tage regnen. 3 aufheben. 3 aufheben von jedem, na gut. Chefin sagt 3 aufheben von jedem. Naja, weil wir zum Teil alle 3 die gleiche Quest kriegen. Die Geoden, die in der Truhe sind, habt ihr die schon aufgemacht? Sonst wären sie nicht dort. Scherzkeks. Ja, sind die offen? Guter Punkt. Ach, leck mich. Hose runter. Ich war gerade duschen. Ich habe mich extra für euch schick gemacht. Ich stink wie ein Streamst Eumel. Streamst du auch? Wie ein Eumel.
Mehr nach Fisch. Wenn Fischen schlafen geht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine halbe Stunde Zeit habe. Ich habe gedacht, du brauchst jetzt vielleicht so 5 bis 10 Minuten, dann bist du wieder da. Das wäre gewesen, wenn ich nur das Brot geschmiert hätte und wieder zurückgekommen wäre. Genau, und dann mit dir live gegessen hätte. Das wollte ich aber nicht. So hatte ich dich verstanden. Hättest du mal nachher nachfragen müssen. Du bist voll oft am Essen, wenn ich mit dir spiele. Ich habe auch schon wieder American Cookies hinter mir stehen. Oh, geil. Ich war Foodchan in einer Backbäckerei und wenn man viel Foodchart. Warum? Weil das Zeug sonst weggeworfen wird und man günstig an Essen kommt. Ah, okay. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Wir haben irgendwie nichts zu tun gerade. Sachen kaputt hauen? Du kannst doch genau eine Pastinake kaufen. Wir haben 39 Gold. Oder eine Tulpenzwiebel. Ja, wenn du gerade da bist, hol doch irgendwas. Nicht. Dann hol ich irgendwas. Bin nicht da. Ach, ich kann keine Pastinaken mehr kaufen, weil das Geld für die Geoden draufgegangen ist. Stimmt. Ich weiß aber was anderes, was ich machen kann. Kann ich das schon herstellen? Jawohl, kann ich schon herstellen. Renn die hier einfach lang, ey. Man ist irgendwie schneller als ich. Ich habe gerade mal kurz unsere Frühlingssachen verbraucht, weil ich habe 20 wilde Saat hergestellt. Da kriegst du 10, ne? 10 Saat für 4 Stück. Das ist eigentlich ganz cool, mach das ruhig. Das ist halt Zufallssachen, ne? Soweit ich weiß. So, Sam habe ich jetzt auch kennengelernt. Ich muss mal kurz ein Mittagsschläfchen machen, Moment. Ich bin schon 21 langsam. 21 von 28 Leuten kenne ich jetzt schon. Du kannst übrigens nachgucken in der Liste, wenn du noch nicht hattest, ne? Echt? Ja, weil die dann mit Fragezeichen dastehen, da siehst du den Namen nicht. Schlau. Ja, ich glaube, als Frau wüsstest du, dass wenn du fremden Menschen deine Brüste ins Gesicht hältst, dass dann sehr viele Dinge passieren, die du eigentlich nicht willst. Ich war letztens etwas geschockt, als ich glaube, vor 2 Wochen ungefähr von Arbeit nach Hause bin. Da war es noch so warm und da kam ein ziemlich abrupter Sommerschauer. Da kam ja jemand auf unsere Einkaufsstraße, wo richtig viele Leute sind, entgegen, eine Frau mit einem so einem weißen Riffel-Shirt und hatte nichts drunter. Und hatte wohl keinen Regenschirm oder irgendwas dabei. Ja, war komplett durchsichtig. Ja, nein. Ich habe da nicht hingestarrt, aber ich war etwas perplex, dass man so rumläuft. Guck mal. Hallo. Habe ich schon euch schon meine blödeste Anmache auf Wacken erzählt? Nein, erzähl mal. Ich dachte, die blödeste Anmache war, will dir meinen langen Fisch zeigen. Nein. Ich war ja vor 2-3 Wochen auf dem Wacken und dann kam ich halt an so einer Gruppe von Männern vorbei, würde man sagen, so Mitte 40 und Auslauf, weil die Frau daheim geblieben ist. Und ich fing erstmal an, von wegen, meinte der eine zu mir, du musst jetzt, sag dem anderen mal, dass du kotzen musst, weil er so scheiße aussieht. Und ich so, ja. Nee, aber okay. Und dann ging das irgendwie weiter und dann meinte der von wegen zu mir, also sag mal, hast du eigentlich schon Kinder? Und ich so, nee. Und dann er so, oh, geil, dann hast du bestimmt noch so richtig schön die fetten, prallen Titten, die müsste man mal richtig anfassen. Ich habe dann angefangen zu lachen. Das ist so peinlich berührt. Ja, das war so ein Fremdschämen-Moment. Ich konnte ihn gar nicht ernst nehmen. Ich hatte auch gar keine Angst vor dem. Ich habe mir einfach kaputt gelacht. Also, und bin dann abgezogen. Kari raidet mich. Hallo Kari. Stimmt. Eine gute Frage, warum mein Raider dort nicht funktioniert. Mir fällt gerade auf, dass ich meine Eventliste ausgestellt habe. Ha, da sieht man zumindest, dass es angekommen ist. Hallo Kari. Die Crazy Crew raidet mich. Herzlich willkommen bei Stardew Valley mit 2 weiteren Leuten, Felix und Lumi. Lumi streamt auch, falls ihr lieber eine Frau zugucken wollt. Die hat sogar eine Facecam. Jetzt bin ich total irritiert. Was geht gerade bei dir ab? Einen, den ich über Twitch kenne, mit dem ich auch schon ein paar Mal zusammen gezockt habe, hat mich quasi geradet. Sprich, sein Channel hat gerade alle Viewer zu mir geschickt. Ah, okay. Die müssen draufklicken. Okay, ich habe noch nie jemanden geradet, siehst du mal. Dankeschön auf jeden Fall für den Host-Raid. Ich guck mal kurz nach, warum da kein Alert kommt. Ich halte jawohl, die Kinnlade hängt jetzt auf 7:30. Der Ersatz-Alert. Da hast du den Alert bekommen. Ich habe einfach keinen Raid-Alert. Das ist natürlich ungünstig. Was ist denn los? Du lagst in meinem Bett. Da hat jemand in meinem Bettchen geschlafen. Da hat jemand an meinen Baum gerüttelt.